Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Duelle analysiert. Und ich hätte all mein Geld verwettet, wenn man mich fragen würde, ob sich die Serie daran erinnern wird, dass Thea in diesem Zug wegen Angebote an die Verdammten nicht ziehen darf. Denn das tut sie und Thea zieht nicht. Sie setzt Skellengel, Krampus dran, seine Hand enthält die fiktive Karte Verteidiger Eisberg, Pinguin Torpedo und Bolzenpinguin. Letzteren könnte er locker spielen. Weil in diesem Yu-Gi-Oh! Anime aber niemand Yu-Gi-Oh! Spielen kann, verschenkt er seine Chance, gleich 1100 direkten Schaden zu verursachen. Denn er greift mit seinem fliegenden Pinguin an und zerstört Theas Skellengel. Nun hat sie keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten. Thea ist dran und zieht zwei Karten. Einmal aufgrund des Effektes von Skellengel und einmal, weil sie halt voll krass dran ist. Sie spielt Maha Vailo und rüstet diesen mit ihrer zweiten Karte, Magische Formel, aus, sodass er aufgrund seines Effektes 500 ATK erhält. Was für ein Zufall, dass Thea genau jetzt eine Ausrüstungskarte zieht. Und was für ein Zufall, dass Maha Vailo nun insgesamt stärker ist als der fliegende Pinguin. Also er erhält die 500 ATK von seinem Effekt plus die 800 von Magische Formel für insgesamt 2550 ATK. Und ja, mir ist nicht entgangen, dass Thea diese Karte eigentlich nicht benutzen dürfte, da sie nur einen dunklen Magier, in Klammern Mädchen, ausrüsten kann. Und das Schlimmste kommt erst noch. Denn Thea wird nun gleich den fliegenden Pinguin zerstören und Kampfschaden verursachen, sodass Kramps Lebenspunkte auf 1850 fallen. Kramp steht nun komplett wehrlos da. Wenn Thea jetzt noch ein Monster mit 1850 oder mehr ATK hätte, dann könnte sie jetzt gewinnen. Einen Moment mal. Das hat sie ja! Wenn Thea nun ihr Deckmaster, das dunkle Magiermädchen, speziell beschwört, würde sie in diesem Zug gewinnen. Könnte er locker spielen, weil in diesem Yu-Gi-Oh! Anime aber niemand Yu-Gi-Oh! Spielen kann. Weil in diesem Yu-Gi-Oh! Anime aber niemand Yu-Gi-Oh! Spielen kann, verschenkt sie diese Chance unnötig. Kramp ist dran, er spielt Bolzenpinguin in offene Verteidigungsposition und setzt eine Karte. Thea ist dran und greift an und zerstört Bolzenpinguin. Kramp aktiviert nun seine gesetzte Karte, die fiktive Karte Racheopfer. Die Karte erlaubt es ihm, das Monster zu zerstören, welches eines seiner Monster zerstört hat, und zusätzlich kann er ein Monster auf seiner Hand speziell beschwören. In diesem Fall Verteidiger Eisberg. Erinnert ihr euch noch, wie ich zu Anfang dieser Folge stolz war, dass sich die Serie daran erinnert hat, dass sie Angebote an die Verdammten nicht vergessen hat? Ich nehme das nun zurück, denn da Magische Formel auf den Friedhof wandert, müsste Thea 1000 Lebenspunkte erhalten. Doch das hat die Serie vergessen. Kramp ist dran, er setzt eine Karte und spielt Pinguin-Torpedo. Der Torpedo erhält zusätzlich 200 ATK aufgrund des Altraum-Pinguins und greift Thea direkt an. Thea ist zu ihm in Stücke explodiert und ist nun tot. Sie erhält den Schaden. Der Torpedo zerstört sich aufgrund seines Effektes selbst. Thea ist dran, ihre Hand enthält elegante Wohltäterin und Michizure. Thea denkt sich, diese zwei Karten helfen mir nicht. Thea, du F***. Ach, und noch etwas, Thea. Wenn du dich über mangelnde Karten beschwerst, warum hast du dann den Topf der Gier in der letzten Folge einfach abgeworfen? Thea speziell beschwört das dunkle Magiermädchen. Kramp ist dran, er spielt die fiktive Karte Ozean der Regenerierung, was im Grunde einfach Wiedergeburt ist. Er belebt Pinguin-Torpedo wieder und greift dank seines Effektes erneut direkt an. Thea ist dran und wie bei Yami im letzten Duell spielt sie so schlecht, dass ihr Deckmaster beschließt, von selbst ihre Spezialfähigkeit zu aktivieren. Denn für jedes Monster in Theas Friedhof kann sie nun die obersten Karten ihres Decks ausgraben und eine zu ihrer Hand hinzufügen. Sie wählt und spielt Stein des Gelehrten, wodurch sie einen dunklen Magier Spezial beschwören kann. Das war's. Ich habe diesen Zug bisher in zwei Sätzen beschrieben. Doch die Serie macht ein riesiges Scheißefest draus. Erstens sagt das dunkle Magiermädchen, dass Thea die ausgegrabenen Karten zieht, was falsch ist, da das impliziert, dass sie die Karten auf ihre Hand aufnehmen und behalten darf. Zweitens wird der dunkle Magier aus Yugis Deck beschworen, welcher sich gerade in der Nähe befindet. Doch was wäre, wenn er nicht hier wäre? Hätte der Stein des Gelehrten dann einfach keinen Effekt? Mit dem dunklen Magier zerstört sie den Verteidiger-Eisberg und mit dem Mädchen greift sie direkt an, sodass Thea dieses Duell komplett unverdient gewinnt. Und das war's mit diesem Duell. Wie im letzten Sommer auch, muss ich, um diese Folge aufzunehmen, meinen Ventilator ausschalten. Und nicht nur lebe ich in einer Dachgeschosswohnung, meine Wohnung ist im Grunde nur ein einziges Zimmer, in dem auch das Terrarium steht, in dem Summer er lebt. Hier ein Link zu seinem Insta, by the way.
Und er braucht es halt auch ständig warm. Das heißt, ich lebe hier wirklich in einer Sauna. Bitte sendet Hilfe, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Deshalb beende ich jetzt auch dieses Video. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ein Like. Und mal schauen, ob wir die 300 Abonnenten erreichen können. Kommt schon Leute, 300 Abonnenten, das schaffen wir.